Ach ja, die World of Warcraft ist eine große Welt. Und was wäre diese Welt ohne ihre verschiedenen Klassen und Rassen? In diesem Video möchte ich euch meine Reihenfolge der World of Warcraft-Klassen mal ein wenig näher bringen. So, der letzte Platz belegt, wie auch schon im Video davor gesagt, der Krieger. Der Krieger ist generell eine relativ lustige Klasse. Er hat die drei Specs. Ich weiß den Namen nicht genau. Moment. Ja, da. Furor, Waffen und Schutz. Der Furor-Krieger kämpft mit zwei großen Schwertern, was einfach nur cool sein kann. Der Waffenkrieger meistert die Zweihandwaffen. Und ist genau wie der Furor-Krieger ein DD. Und der Schutzkrieger ist der Tank. Der Ur-Tank. Er rennt mit Schild rum, pullt Team auf zusammen und stirbt nicht. Seit geraumer Zeit. Ja, warum mag ich den Krieger nicht? Ich finde, der Krieger ist sehr langweilig zu spielen. Weil ich finde, er kann nicht wirklich viel aus sich machen. Klar, ich habe einen Krieger. Ich habe, glaube ich, sogar zwei. Die sind aber beide nicht wirklich hochgelevelt und ich habe auch nicht wirklich Lust, die jetzt in nächster Zeit hochzuspielen. Aber ich will mich daran jetzt auch nicht so lange aufhalten, weil wir ja noch 10 Klassen vor uns haben. Ah, übrigens, ich beziehe mich hier nicht auf den Dämonenjäger, da ich mit ihm noch nicht so wirklich viel Erfahrung gemacht habe. Ja, als nächstes hätten wir den Todesritter. Der Todesritter ist der Ritter des Todes. Klar, oder? Er spielt unter den Specs Blut, Frost und Unheilig. Der Blut-Todesritter war früher mal Damage Dealer, also DD, wurde aber kurz vor Cutter dann zum Tank umgewandelt, da er die einzige Heilfähigkeit hat. Der Frost-Todesritter ist ein DD. Er spielt relativ cool. Ich habe, glaube ich, auch einen Frost-Todesritter damals gespielt. Ja, er macht eigentlich relativ viel Schaden und der Unheils-Todesritter hat die coole Fähigkeit, dass er Ghule beschwören kann und die kontrollieren kann. Aber auch diese Klasse finde ich nicht wirklich interessant. Klar, sie war die erste Heldenklasse, also die erste, die mit einem höheren Level als Level 1 eingestiegen ist. Aber irgendwie, da ich WoTLK nicht gespielt habe, wirklich, und bis jetzt heute immer noch nicht beim Lich King war, ist es mir auch nicht wirklich wichtig, mich mit ihm mehr auseinanderzusetzen. Vielleicht irgendwann. Auf der 8 haben wir den Priester. Und da muss ich sagen, das ist keine 8, oh, der ist schlecht, sondern ab der 8 wird es halt okay. Mit denen kann ich Spaß haben, mit denen hatte ich schon mal Spaß und ja. Gut. Der Priester hat die Skillungen Disziplin, Heilig oder Schatten. Ja, der Disziplin-Priester schützt seine Verbündeten mit Schildern und kann ihre Wunden heilen. Der Heiligpriester ist die Urklasse der Heals. Einen Priester findet man eigentlich in jedem Raid, in jedem Dungeon. Und der Schattenpriester ist der DD, der mit Schattenmagie Gegner nach und nach auslöscht. Ja, auf Platz Nummer 7 haben wir den Schurken. Dazu muss ich sagen, ich selbst hatte noch keinen Schurken wirklich oben, aber ein Kumpel von mir hat einen sehr lange gespielt und da wir immer zusammen gequestet haben, hat sich das dann ausgeglichen. Der Schurke hat oder hatte die Specs Meucheln, Kampf und Täuschung. Einer dieser drei Specs wurde umbenannt, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich habe mich mit ihm noch nicht so
viel beschäftigt, aber egal. Der Meuchel, Schurke, kann sehr viel Schaden ausrichten, die auch gar nicht so stark von den Waffen abhängt, was oft eigentlich der Fall ist. Der Kampfschurke macht seine Angriffe ohne Hinterhalt, seine Waffen sind seine Stärke und der Täuschungsschurke ist darauf spezialisiert, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Ja, warum er jetzt auf Platz 7 ist und nicht weiter unten, nicht weiter oben, ist, dass ich mir noch nie wirklich Zeit genommen habe, den weiterzuspielen. Werde ich jetzt die nächste Zeit mal machen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, außer nächsten 2 Wochen. Da schreibe ich ziemlich viele Arbeiten. Aber dann sind Ferien und dann kann ich wieder ein bisschen besser machen. So. Ja, dann haben wir auf Platz Nummer 7 den Magier. Den Mage. Ja, der Magier ist die Urklasse der Fernkampf, finde ich. Seine Spezialisieren sind ziemlich einfach erklärt. Arkan, Feuer, Frost. Arkan-Magier besitzen die Arkan-Ströme, Feuer-Magier die Feuer-Energie und die Frost-Magier die Frost-Energie. Sie sind alle 3 DD, soweit ich weiß. Deswegen halte ich mich mit denen auch nicht wirklich lange auf. Gut. Auf Platz Nummer 6. Der Paladin. Oder kurz Pala. Ich sage eigentlich mal Pala. Die Spezialisierung vom Pala sind dann schon ein bisschen ausgereifter. Er kann Schutz, Heilig oder Vergeltung. Da gehe ich jetzt ganz kurz drauf aus, weil ich beziehe mich auf eine Seite. Weil ich nicht von jeder Klasse die ganzen Sachen auswendig weiß. Aber egal. Der Schutzpaladin ist der Tank, also er hat ein Schwert, sogar ein Schild. Der heilige Paladin ist der Healer. Und der Vergeltungspaladin ist der DD, der mit 2 Handwaffen relativ gut Schaden ziehen kann. Finde ich jetzt. Auf Platz Nummer 5 ist der Mönch. Ich spiele momentan einen Mönch mit einem Kumpel, auch wenn wir erst einmal gespielt haben. Er hat mich immer wieder gefragt. Ich habe gesagt, hoch, nee. Dumme ist, im Mönch steht jetzt hier auch nichts drin. Ah, doch, da vorne. Ja, es gibt den Braumeister-Mönch, den Nebelwirker-Mönch und den Windläufer-Tank. Mönch. Ja, der Braumeister ist der Tank. Er kann ziemlich gut Schaden vermeiden. Der Nebelwirker ist der Heiler und der Windläufer der Damage-Dealer. Gut. Platz Nummer 4, jetzt kommen wir kurz vom Treppchen, haben wir den Schaman. Wohl der Schamane an Platz 3 wäre, aber darauf kommen wir gleich zurück. Der Schamane hat 3 Specs, wie eigentlich jede Klasse, warum sage ich das dazu, keine Ahnung. Sein erster Spec heißt Elementar, sein zweiter Verstärkung und sein dritter die Wiederherstellung. Der Elementar-Schamane benutzt die Kraft der Natur. Er kann mit Feuer, Wasser, Luft, Erde. Feuer, Wasser, Luft, Erde. Ja. Angreifen. Und macht gut Schaden. So, der Verstärkungsschamane ist, glaube ich, der Nahkämpfer von den Schamanen. Ja, er ist auch DD. Oh, ja. Dann haben wir noch den Wiederherstellungsschamanen. Er ist auch ein Heiler. Und halt meistens den Tank. Gut. Platz 3 oder Platz 2, egal, ist der Hexenmeister. Der Hexenmeister ist eigentlich einfach nur cool. Könnt ihr nichts sagen. Er ist nur Damage Dealer, soweit ich weiß. In seinen Einträgen, sogar in diesem Lösungsbuch, das ich mal da hatte, steht einfach sogar drin, dass er einfach Bock macht. Er ist in jeder Hinsicht DD. Er hat den Gebrechen-Spec, den Dämonologie-Spec und den Zerstörungs-Spec. In Dämonologie verlässt er sich darauf, richtig viele Dämonen herzuholen. In Zerstörung meistert er das Chaos
Der fickt seine Freunde, seine Feinde einfach, das kann man nicht anders sagen. Und der Gebrechens, Hexenmeister, entzieht die Energie der Gegner und überträgt sie auf sich selbst. Klar, oder? So, wer es noch weiß, zwei Klassen bleiben übrig, und zwar auf Platz 2 der Druide. Druide ist nicht mal Top 1, und zwar teilen sich die Top 1 und die Top 2 zwei Klassen, und das ist halt genauso. Ich habe da bei denen keine Vorliebe. Ich finde beide richtig cool. Ja, der Druide hat Gleichgewicht, Wildheit und Wächter und Wiederherstellung. Er hat nämlich vier Specs. Das ist eine kleine Besonderheit. Ja, der Gleichgewichtsdruide benutzt die Kraft von Arcana und Natur belasteter Magie und kann gut Schaden machen. Der Wildheitsdruide verwandelt sich in die Katze, die man als allererste Kreatur bekommt mit Level, lass mich lügen, 8, glaube ich. Der Wächterdruide verwandelt sich in den Bären, ist der Tank. Und ich glaube, den Bären bekommt man ab Level 10, das weiß ich aber nicht. Und der Wiederherstellungsdruide bekommt eine ganz neue Verwandlung, oder hat sie bekommen, das weiß ich nicht mehr genau. Und zwar den Baum. Den Tweent heißt das. Und der Gleichgewichtsdruide bekommt auch eine eigene Fähigkeit. Wenn ihr auch nur ein wenig im YouTube-Game drin seid, dann kennt ihr Barclay. Die Eule, die er spielt, ist ein Gleichgewichtsdruide. Und auf Platz 1 der Jäger. Ja, der Jäger ist ein bisschen verrucht geratene Klasse, weil er sehr, sehr, sehr einfach zu spielen ist. Also wirklich sehr einfach zu spielen ist. Man haut seinen Kopf einmal auf die Tastatur und man hat eigentlich den Kill. Ja, seine drei Specs sind die Tierherrschaft, die Tressigkeit und das Überleben. Bei ihm ist die Tierherrschaft sehr in Verruf geraten. Ich spiele einen Jäger der Tierherrschaft auf Black Hand. Bluthelfe. Bedeutet, er kann noch ein bisschen exotischere Tiere zähmen als die anderen beiden. Dann gibt es den Dresssicherheitsjäger. Er ist der Meisterschütze. Er ist halt einfach dafür da, bisschen härter zu agieren. Und der Überlebensjäger ist ein Fährtenleser. Er setzt Fallen und alles. Und ich glaube, der Überlebensjäger kann auch mit Schwert kämpfen, hat dadurch keinen Nachteil. Was auch interessant ist, weil er damit die einzige Klasse ist, die wirklich komplett tauschen kann. Na klar, auch die Magier, Druiden, Priester können mit Kolben, glaube ich, kämpfen oder mit Äxten, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit Dolchen, Dolch. Aber der Jäger kann wirklich von einem Bogen auf ein Schwert wechseln und kann damit auch Spaß machen. Ich hab's probiert. Ich hab's nach ein paar Tagen sein gelassen, weil ich mir gedacht habe, okay, es kann Spaß machen. Mir macht's aber keinen Spaß. Und ja, das Video geht jetzt schon wieder 13 Minuten. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter, folgt mir bitte auf Twitter. Ich habe immer noch nur 2 Follower und fast 100 Tweets, das ist nicht genug. Ihr könnt mir gerne irgendwo hinschreiben, was denn eure Lieblingsklasse ist. Nochmal kurz zum Tag-Video. Der getaggte Weihnachtsmann, der wird das machen. Er hat nur in nächster Zeit nicht so viel Zeit. Aber er hat es mir versprochen und ich glaube, ich kann ihm da vertrauen. Aber egal, jetzt geht das Video schon fast 15 Minuten. Und das guckt sich hier keine Sau so lange an. Deswegen würde ich sagen, habt noch einen entspannten Tag, entspanntes Wochenende. Wenn ihr jetzt am Wochenende guckt, glaube ich, ich lade am Sonntag erst hoch. Oder Samstagabend, das weiß ich noch nicht. Und tschüss.